Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. Wir machen jetzt weiter mit der nächsten Hauptmission, eine Nachricht im Feuer. Und in der letzten Folge haben wir eine Nebenmission gemacht. Da waren wir ja unterwegs gemeinsam mit dieser Dame hier namens Yuriko. Wir haben hier nochmal eine Nebenmission mit ihr. Mal sehen, wann wir die machen. Vielleicht machen wir die noch im Anschluss nach dieser Mission jetzt. Aber da schauen wir mal. Erstmal jetzt hier die Hauptquest. Und die Strohhüte jagen ja auf jeden Fall auch immer noch uns. Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch aufpassen. Und wir müssen jetzt auch bald mal zu einem Schmied gehen und so, denn ich möchte auch mal schauen, wieder wegen ein paar Upgrades und so, denn wir haben ja jetzt in letzter Zeit immer mal wieder Eisen auch gefunden. Und Eisen war ja eigentlich immer so das, was uns immer gefehlt hat, ja. Zum Upgraden von Sachen von uns. Oh, was haben wir denn hier für eine Höhle? Hier gehen wir mal rein. Bin ich hier wohl noch richtig? Ich denke mal, wir werden es dann gleich herausfinden. Karte kurz. Ach du Schreck, wie groß ist denn der Suchbereich hier? Okay, also hier hinten ist auf jeden Fall auch noch eine Nebenmission. Ja. Suche nach der Umugi-Bucht. Die muss irgendwo hier sein. Ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal in diese Höhle. Ich denke mal, dort gibt es vielleicht mehrere Wege und dadurch halt auch mehrere Ausgänge und so weiter. Was haben wir denn hier? Hier würde es hochgehen, da könnten wir hochklettern. Und hier hinten. Umugi-Bucht. Okay, wir sind da. Suche in der Umugi-Bucht nach dem Piraten. Halt, Ronin! Was wollt ihr hier? Ich bin kein Ronin. Mein Name ist Jin Sakai. Ein Samurai? Fürstin Sanjo will euch sicher sehen. Sie gebietet über die Umugi-Bucht. Bitte, kommt mit mir. Hier lang, mein Herr. Es ist wichtig, mit der Fürstin zu sprechen. Ja. Hier hoch sollen wir, okay. Ich weiß auch nicht so ganz. Ich weiß nicht, ich traue den Leuten mit Strohhut nicht so ganz. Das ist Fürstin Sanjo. Willkommen in der Umugi-Bucht. Die Mongolen waren wohl noch nicht hier. Zum Glück nicht. Es gibt hier seit vielen Jahren kein Blutvergießen. Hier zückt niemand eine Waffe, außer meinen Männern. Ihr seid hier sicher, solange ihr euch an diese Regel haltet. Und jetzt? Sagt mir, wie ich euch helfen kann. Ich suche einen Schmuggler namens Goro. Interessant. Er ist unten und genehmigt sich gerade seine dritte Flasche Sake. Ich wünsche euch viel Spaß mit ihm. Danke. Ihr seid jederzeit willkommen. Wir könnten einander helfen. Inwiefern? Okay, wir sprechen jetzt erstmal mit diesem Goro. Das ist der wohl, der dort steht. Goro, bist du's? Nein, du bist es nicht. Hier ist ein Mein Herr, weinender Mann. bitte. Ich habe eine Nachricht für euch. Okay, eine Nachricht hat er für uns. Was ist denn? Ein Dämon tötet mich, wenn ich euch seine Geschichte nicht erzähle. Hört schon auf. Dämonen sind nur Legenden. Dieser nicht. Sein Name ist Kojiro und er kann nicht sterben. Okay, dann haben wir jetzt hier noch so eine neue mystische Mission mit dazu.
So, und wo ist mein Goro? Hier müsste er eigentlich irgendwo sein. So. Ist das nicht ein bisschen zu weit weg? Die meinen uns. Gerade hier. Ein echter Geist. Ja. Die reden alle schon über uns. Wegen unseren Handlungen. Ja, wer weiß, wie sich das auswirken wird so auf unseren Onkel. Ja, da wird echt nicht erfreut darüber sein. Das steht schon mal fest. Ich will auch lieber gar nicht wissen, wie er reagiert, wenn wir das nächste Mal ihn treffen. Bitte! Ich habe eine Nachricht für euch. Gut, hier ist Goro. Ihr seid wohl Goro. Jeder muss irgendwer sein. Wer seid ihr denn? Fürst Sakai. Ach, die Samurai sind alle tot. Ich bin quicklebendig. Meine Geduld nicht mehr lange. Fürst Shimura verlangt, dass ihr eure Schuld begleicht. Lebt er noch? Und was will er? Dass ihr eine Nachricht zum Festland bringt. Ah, das war schon früher sehr teuer. Selbst vor der Mongolenblockade. Ihr schuldet meinem Meister etwas. So begleicht ihr es. Dann bleibt mir keine Wahl. Nach Komoda dachte ich, meine Schuld gegenüber Fürst Shimura wäre getilgt. Darum habe ich getrunken. Um euer Entkommen zu feiern? Um die Samurai zu betrauern. Diese Krieger starben beim Schutz von meinesgleichen. Hm? Sie hatten geschworen, jeden zu schützen auf Tsushima. Selbst euch, Goro. Ich weiß nicht, ob ich ihnen ihr Opfer vergelten kann. Mein Meister bete euch nicht um Hilfe, wenn er von eurem Scheitern ausginge. Hier wohne ich. Kommt rein. Okay, ich komme mit rein. An der Mongolenblockade kommen wir nicht leicht vorbei. Habt ihr Fürst Shimuras Botschaft? Er hat sie. In seinem Lager an der Küste von Akashima. Ah, das trifft sich gut. Eins meiner Boote liegt bei Fort Mitodake versteckt. Die Karte zeigt euch, wo ich auf dem Waldweg warten werde. Okay, dann gib mal her. Goros Karte. Macht auf, Goro! Wir gehen erst, wenn ihr eure Schuld beglichen habt. Mist! Ich nehme sie mir vor. Bewegung. Und ich halte mich da raus. Wir sehen uns in Akashima, Fürst Sakai. Ich habe keine Ronin gerufen. Mein Herr, was habt ihr mit Goro zu schaffen? Meine Sache. Wir kommen wieder. Wir haben Angst. Bitte. Hat jemand Kuma gesehen? Und hier hinten ist eine Kuma, Nebenmission. Wo bist du? Mein Herr, bitte, helft mir! Die würde ich ja eigentlich machen, aber jetzt möchte ich die gerade natürlich nicht machen. Wir nehmen die ein andermal an. So. Bin ich hier richtig? Ja, bin ich gut. Ah, dort hinten ist diese Nebenmission, die eine, mit Masako. Die wollen wir aber jetzt auch nicht machen. Wir wollen die Hauptmission machen. Und nichts anderes. Hm.
So, hier müssen wir lang. Nein, Pferdchen, warum springst du da runter? Das solltest du doch nicht mal. Ach, Ferdinand. Schlimm mit dir. Einfach schlimm mit dir. Wow, ist ja schon noch ein ganzes Stückchen hier hin. Müssen wir mal an unserem Ziel sind. Okay, ist ein feindliches Lager. Ich will hier durchreiten. Ich will hier nichts machen. Nein, ich will doch nicht. Ich will hier einfach durch. Ich will auch niemanden retten. Ich will einfach nur meiner Hauptquest gerade nachgehen. Tschüssi. Ich glaube, wir sollten mal eine komplette Folge machen, wo wir nur solche Orte erobern. Einfach damit wir ein bisschen die Karte sauberer machen. Ich glaube, sowas könnte nicht schaden. So, hier sind Feinde. Einmal durch. Einfach einmal hier durch. Mal sehen, reiten die uns hinterher, weil die hatten ja auch ein Pferd. Nein, die reiten uns nicht hinterher. Zum Glück. Zum Glück. Und hier in dieser Region halten sich irgendwie echt viele Feinde gerade auf. Das fällt sehr stark auf. Gefühlt alle 30, 40 Sekunden kommen hier neue Feinde. Irgendwo entlang oder sitzen wo. Also das Gebiet hier ist echt voll mit denen. Was haben wir denn hier? Die Tori-Tore führen zum Sumpfesschrein. Heiligtum, okay. Sind wir hier richtig? Nein, sind wir nicht. Oder doch? Nein. Aber interessant, hier bekommt man Materialien, wenn man das machen würde. Okay. Ja, möchte ich auch mal machen, aber halt jetzt nicht. Wenn, dann nehme ich mir halt für sowas extra eine Folge wieder Zeit. So haben wir das ja auch in letzter Zeit eigentlich immer gemacht. Immer mal wieder eine Folge, wo wir halt nur Nebenmissionen und Nebenaktivitäten gemacht haben. Und dann wieder mal nur Hauptmissionen. Und so möchte ich das auch ganz gerne beibehalten. Zumal auch oftmals die Missionen mittlerweile recht lange gehen. Ja, und irgendwie habe ich mich ein bisschen verlaufen. Manchmal hilft mir irgendwie der Wind auch nicht so ganz. Hier bei der Orientierung. So, wir sind da. Ich hoffe, ich bin ihrer würdig.
Ich fand Goro in der Omugi-Bucht. Betrunken? Jetzt nicht mehr. Er begleicht seine Schuld bei euch und segelt zum Festland. So widerlich er auch ist, niemand kennt das mehr wie Goro. Diese Männer überbringen die Nachricht? Genau. Kotaro und Jiro sind loyal und mutig. Sie werden beim Shogun um Verstärkung bitten. Goro ist bereit. Er trifft uns in der Nähe und führt uns zum Boot. Wir reiten, wenn die Zeit reif ist. Nutzt die Zeit, den Kampf vorzubereiten. Ja, Onkel. Ich muss sagen, ich bin eigentlich schon bereit. Es ist Zeit. Zu euren Pferden, Männer. Wir sind bereit, mein Herr. Aufpassen. Und sucht unseren Schmuggler. Reise mit Fürst Shimura, um Goro zu treffen. Okay, los geht's. Ich sehe euch stets an, wenn ihr mich etwas fragen wollt. Raus damit. Wie habt ihr Goro kennengelernt? Ich erwischte ihn beim Verkauf von verbotener chinesischer Seide. Ich verbrannte seinen Bestand und ließ ihn gehen. Er hätte die Peitsche verdient, doch ihr saht einen besseren Weg. Ein geschickter Seemann kann von großem Wert sein. Die Mongolen haben viele Schiffe. Kann Goro sie alle umgehen? Ihm bleibt keine Wahl. Was machen wir, wenn sie uns erwischen, mein Herr? Fürchtet den Tod nicht, Kotaro. Lebt voller Mut und vergesst nie jene, für deren Schutz ihr kämpft. Fürst Shimura! Goro, wo ist euer Boot? Hier lang. Es freut mich, dass ihr lebt, mein Herr. Danke, dass ihr eure Schuld begleichen wollt. Ich gebe mein Bestes, doch ich fürchte, die Mongolen versenken mich, bevor ich weit komme. Sie haben einfach zu viele Augen auf dem Wasser. Vielleicht können wir sie irgendwie ablenken. Steigt ab. Ab hier laufen wir. Okay, wir müssen sie also irgendwie ablenken. Vor Mitodake. Mein Vater eroberte diese Festung vom Yarikawa-Clan. Jetzt haben es die Mongolen. Wie überrascht die sein werden, wenn zwei Samurai es ihnen wieder wegnehmen. Wenn wir im Fort genug Lärm machen. Schauen die Besatzungen der Schiffe zu uns, nicht aufs Wasser. Goro, wir sorgen dafür, dass der Feind aufs Fort schaut. Segelt los, wenn ihr Kampflärm hört. Ihr werdet sterben, mein Herr. Überbringt einfach meine Botschaft. Die Pferde verraten uns nur. Wir gehen zu Fuß, Fürst Sakai. Eine ganz schön große Basis. Am liebsten würde ich dort als Geist vorgehen. Ja, aber... unser Onkel. Wie reagiert er? Naja, ich glaube, es wird sogar gar nicht mehr dazu kommen können, dass wir überhaupt als Geist vorgehen, ja? Weil er wird ja ehrenvoll in den Kampf gehen. Doch, unser Angriff wird sie überrumpeln. Beten wir, dass sich das bewahrheitet. Sie sind in der Überzahl, können aber nicht alle gleichzeitig angreifen. Wie lange bleibt uns das Überraschungsmoment? Nur bis wir den Gegner sehen. Dann schlagen wir zu. Mongolen voraus! Wir könnten ausweichen. Ja. Wende deinem Feind den Rücken zu und ihr sterbt mit einem Schwert darin. So, ich feuer gleich dort drauf. Gut, los geht's. Für Tsushima. Los, halt alle um. Na, viele. Über die Brücke. Gut, jetzt schnell vor. Helf ganz fix meinem Onkel. So. Ganz fix hinten das Holz mitnehmen. Und jetzt geht's nach vorne los. Oh, die Bogenschützen. So. Schnell nach vorne. Gut. Gut gemacht. Danke, Onkel. Ich
gebe immer mein Bestes. So. Oh, Hilfe! Dort hinten, der Bogenschütze, muss erstmal wieder weg. Obwohl, erstmal der Große. Hilfe! Ich fliege. So. Sehr gut. Einer noch. Das waren jetzt rein. Alle. Vorwärts durch das Tor. Und jetzt rein hier. Ich bin stolz, mit euch zu kämpfen, Jin. Seht, wie der Gegner euch fürchtet. Ihr seid ein wahrer Krieger. Hab Dank, okay. Ja, wo er fürchtet. Bleibt wachsam. Gegner uns, weil wir der Geist sind. Bogenschützen, in Deckung! Oh, Hilfe. Wir müssen durch das Tor. Los, Sakai! Mir nach! Komm schon. So. Ich will erstmal dort oben die alle wegholen. Und her. Aua. Nein. Okay, vorher schnell. Aus. Verwüstet das Ganze vor! Ihre Schiffe sollen sich hierher wenden, nicht zu Goro! Schnell! So, jetzt schön hier alles verwüsten. Ein meisterhafter Schlag! Sie macht ein Bild! Nächsten bitte. So, wir schalten jetzt erstmal die Bogenschützen aus. Denn die Bogenschützen sind gerade ein ernstes Problem, wie ich finde. So, einmal hier rein. Haben wir hier drin was? Ja, ein paar Vorräte. So, Onkel, wir können weiter. Mist, wo ist denn der jetzt hingerannt? Onkel, ein! Warte. Onkelchen. Wir haben ihre volle Aufmerksamkeit. Öffnet sie alle! Los! Jawohl! Wir müssen vorrücken! Eine Hohatte! Unser neues Ziel! Kämpft euch zum Turm, Jin! Mäht sie nieder! Und guter Schlag, Sakai! Weiter geht's! Halt, Moment, kann ich hier rein? Ja, kann ich. Hey, muss mir hier jemand daherkommen? Onkel, es hätte auch gereicht, wenn einer hier in das Haus gegangen wäre. Hilfe, da kommen wir plötzlich alle daher. Ich glaube, er wollte Gruppenkuscheln machen.
zusammen mit mir und den ganzen Feinden dort in den kleinen Raum drin. Mehr Mongolenhunde! Mehr Mongolen! Strömt durch sie! Haltet nur inne zum Töten! Ihr wisst doch, was ich euch lehrt. Ich bin stolz, mit dir zu kämpfen, Jim. So, sehr gut. Ganz kurz hier rein. Haben wir hier drin wieder Vorräte? Ja, sehr gut. Und hier? Ja! Nee, nicht. Moment, Onkel, ich komme sofort. Nur ganz kurz hier oben alles mitnehmen. Hm, hier gibt's sonst nichts mehr. Gut. Dann runter. Jawohl, der Anführer ist erledigt. Und ich sehe auch gerade, wir brauchen nur noch zwei Stück. Dann haben wir die nächste Kampfhaltung. Auf zum Turm! Vorstoß! Schnell. Wir müssen nach vorne. Faster! Schneller, Jim! Die letzten von ihnen. Beenden wir es. Jawohl, einmal getroffen. Und noch einmal. Komm schon. Nein, ich renne. Okay, ich kletter da hoch und erledige die so. Na los, kommt her. Wow! Ja, das war ein ordentlicher Flug. Jetzt nehmen wir uns die Watcher. So, jetzt nehmen wir uns das Teil hier. Goros Boot. Wir haben ihm Zeit verschafft. Aber nicht genug. Sie haben ihn entdeckt. Und ihre Schiffe sind schneller. Unsere Männer sind schutzlos. Nein. Sie haben uns. Und wir haben eine Watcher. Eine Waffe des Gegners, nicht der Samurai. Das Einzige, was zählt, ist, unsere Männer zu retten. Ihr beherrscht dieses Gerät? Ich lerne schnell. Zerstört die Mongolenschiffe. Und überlasst die Wachen mir. Onkel. Hier werden wir nicht sterben, mein Junge. Die Mongolen schicken Enterkommandos. Haltet Goro die Boote vom Leib. Es klappt. Die Mongolen-Schiffe brennen. Nicht nachlassen. Goro muss ihnen entkommen. Okay, ich muss sagen, das Ding gefällt mir. Schützen auf dem Strand. Nicht zögern, Goro. So, die sind auch ausgeschaltet. Oh, dort hinten. Schnell.
Schnell weiterfeuern. Sehr gut. Hä, hey, was? Die Mongolen haben Goros Schiff erreicht. What? Ich hab die doch gerade hochgejagt. Die sind genau in der Sekunde, wo das da stand, hochgegangen. Die Mongolen schicken Enterkommandos. Haltet Goro die Boote vom Leib. Oder war da noch ein kleines Schiff es irgendwo? Klappt. Die Mongolen Schiffe brennen. Nicht nachlassen. Goro muss ihnen entkommen. Gut, dann schalten wir jetzt diese großen Dinger jetzt auch schon viel zeitiger aus, würde ich sagen. So. Schützen auf dem Strand. Nicht zögern, Goro. Komm schon. Hier ist dort hinten noch das Große. Ja. Allzu gut. Jetzt das andere große dort hinten. Dort hinten kommt ein kleines. Ist auch weg. Noch mehr Schiffe. Durchhalten, Goro. Noch mehr Schiffe, okay. Ah, dort hinten. So. Holt Hilfe beim Shogun. Sehr gut. Geschafft. Ich wusste es. Ihr beweist, dass man Mongolen aufhalten kann. Ihr lehrtet mich den Kampf. Ich darf euch nicht enttäuschen. Das habt ihr noch nie. Ich bin stolz auf den Krieger, den Mann, der ihr nun seid. Jin, meine Nachricht an den Shogun enthielt eine Ankündigung. Ich wünsche euch offiziell als Sohn zu adoptieren. Onkel. In meinem Herzen wart ihr stets Erbe meines Vermächtnisses. Wenn der Krieg endet, machen wir es offiziell. Eines Tages sieht unser Volk in euch seinen Anführer. Ihr werdet sein ehrenhafter Jito. Gestützt durch die ganze Macht des Shoguns. Ich hoffe, ich diene ihm so gut wie ihr. Das werdet ihr. Wir müssen fertig sein, bis die Verstärkung des Shoguns kommt. Was befehlt ihr? Schließt eure Vorbereitungen ab. Ich werde dasselbe tun. Wenn ihr bereit seid, trefft mich in unserem Lager in Kubara. Dann werden wir Khotun Khan meine Burg entreißen. Und unsere Heimat retten. Als Vater und Sohn. Der Shogun persönlich wird unseren Sieg feiern. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin, ja, das werden wir. Seid auf der Hut. Okay, also das wird bestimmt eine große Mission, die nächste hier. Mit dieser Burg-Zurückeroberung. Ja, das wird bestimmt eine große Mission. Aber erstmal haben wir einen neuen Technikpunkt. Und unsere Legende wächst. Sehr schön. Der Held von Tsushima, maximale Gesundheit erhöht. Und Windglocke. Jawohl. Geräusche locken die Wachen an. Diese Furien können Ablenkung sein. Oder Köder. Sehr schön, ein neues Werkzeug haben wir. So, wir nehmen mal das hier direkt noch so. Gut. Irgendwann machen wir einen friedlichen Ausgang. So, jetzt schauen wir mal hier kurz nach. Story-Missionen. Hier oben ist die nächste. Die Abrechnung in Blut. Die Vorbereitung für unseren Kampf Burg Shimura sind abgeschlossen. Okay. Ja, dann wird das wirklich eine größere Mission. Dort hinten. Wir werden dann die Burg hier hinten angreifen. Burg Shimura. Flotter Nobu.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, diesmal ahne ich nichts Gutes für unseren Angriff. Ich ahne irgendwie, dass dort irgendwas Schlimmes geschehen wird. Warum ich das ahne, liegt einfach daran, weil die Strohhüte, ja, die sich ja den Mongolen angeschlossen haben, der Anführer, der ja mit uns mal befreundet war, ja, der plant ja irgendwas, aber wir wissen nicht was. Der meinte ja, man muss uns nicht unbedingt töten, um uns aufzuhalten. Deswegen, wer weiß, was der vorhat. So, hier reiten wir einmal herum. Nein, mein Pferd! Ey, du blöder Typ! Alter! Da haut er mein Pferd! Ich wollte nur drum herum reiten. Und er haut mein Pferd. Eiskalt. Schaff mich hier raus. Wow, was ist das dort hinten für ein Feuer? Dort hinten in dem einen Gelände brennt es auf jeden Fall. So, einmal hier lang. Das ist der richtige Weg. Wir reiten dann jetzt mal in die Nähe von der nächsten Mission. Wir machen vielleicht noch mal einen kleinen Zwischenabstecher, obwohl ich bräuchte wieder einen Schmied oder so. Hier ist jetzt keiner mehr, oder? Ja, doch hier hinten. Wenn wir dorthin eine Schnellreise machen würden, ja, dann dort zu dem Schmied mal gehen und dann weiter zu unserem Hauptziel reiten. So können wir es am besten, glaube ich, machen. Weil, wenn das halt jetzt wirklich eine größere Mission ist, ja, wovon auszugehen ist mit dieser Burg-Zurückeroberung. Ich schätze mal, das ist bestimmt das Finale von Akt 1. Ja, davon gehe ich aus. Akt 2 meine ich. Deswegen. Wir sehen uns wieder. Okay, Moment. Bevor die Rüstung dran ist mit Upgrades, möchte ich erstmal beim Schwert schauen, weil unser Schwert würde ich eventuell bis aufs Letzte verbessern. Darf ich euer Katana für euch schärfen? Oh, da fehlt ja noch einiges. Ich dachte, wir haben jetzt schon fast das letzte Upgrade fürs Schwert. Spiegelblank poliert. Ja, jetzt fehlt es uns auf jeden Fall an Eisen wieder. Rüstung, mein Herr. So. Sakai-Clan-Rüstung. Die verbessern wir. Es gibt nichts Stärkeres. Jawohl. Verbessert ist sie. So, die verbessern wir auch. Gut. Jetzt einmal die Rüstung hier auswählen. Sakai-Clan-Rüstung hier. Oh, was haben wir denn hier Schickes? So, wir nehmen die Maske hier, Sakai-Maske. So. Sehr gut. Halt, und hier hinten nochmal beim Fallensteller müssen wir auch nochmal schauen, wegen unserer Tasche. Köcher oder eine Tasche. So, denn die Tasche hätte ich eigentlich ganz gerne größer. Giftfallpfeile. Hier. So, nur Kapazität ist voll. Tut mir leid, dafür brauche ich mehr. Eines so. Samurai würdig. Gut, haben alles verbessert, was ging. Bis zum nächsten Mal, mein Herr. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall etwas besser. Apropos etwas besser, welche Rüstung ist eigentlich besser? Meine Sakai-Clan-Rüstung oder... Moment, wo ist sie? Die hier.
Die erhöht die Gesundheit und Entschlossenheit und die Gesundheit Nahkampfschaden und so, okay. Ist auch sehr gut. Vor allem muss ich sagen, gefällt mir jetzt durch dieses Upgrade und so weiter, dieses Geweih, nenne ich es mal, was wir jetzt hier als Kopfbedeckung noch haben auf unserem Helm. Ich finde, das sieht sehr geil aus. Wie weit ist es noch? Joa, ein kleines Stück. Soweit nun auch nicht. 900 Meter. Oh, hier geht's steil runter. Pferd, schaffst du das? Okay, wir gehen lieber hier außen herum. Ich möchte jetzt nicht, dass mein Pferd hier den kompletten Absturz macht. Ja, das wird, glaube ich, nicht so gut für mein Pferd. Das wäre, glaube ich, wirklich nicht so gut für mein Pferd. Boah, hier hinten sieht die Grafik wieder richtig gut aus. Naja, sowieso sieht die Grafik gut aus, aber halt so mit diesen ganzen Details, mit diesen ganzen Pflanzen, die hier so durch den Wind so wackeln und so weiter. Das sieht echt Hammer aus. Ich würde auch einfach mal so meinen, Ghost of Tsushima ist eins der am bestaussehendsten Spiele so mit für die aktuelle PlayStation 4. Würde ich einfach mal so meinen. Weil das sieht ja echt richtig gut aus. Höher! So, hier ist das Lager. Und hier ist dann die große nächste Hauptmission. Eine Abrechnung in Blut. Gut, Leute, die machen wir dann in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da, schreibt doch gerne einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.